Namen des Departementsvorstehers für Lügenbekämpfung darf ich Sie ganz herzlich begrüßen im Amt für die ganze Wahrheit. Mein Name ist Hans Bahr und ich bin hier der Chefbeamte. Bei unserem Amt handelt es sich um eine Behörde ganz besonderer Art. Hier sind Sie gefragt. Nicht umsonst lautet unser Motto: Die Wahrheit braucht dich. Schauen Sie sich um in der Welt. Im Moment geht es mit der Wahrheit drunter und drüber. Die Medien sind voller Fake News. Die einen behaupten dies, die anderen das und bezichtigen sich fast alle gegenseitig der Lüge. Wir lesen von Großkonzernen, die rücksichtslos die Verbraucher betrügen, von Sportlerinnen, die bis in die Haarspitzen gedopt sind, oder von Politikern, die das Blaue vom Himmel lügen. Höchste Zeit, dagegen etwas zu unternehmen. Und dafür brauchen wir Sie. Aber zunächst muss ich mir einen Überblick verschaffen, mit wem ich es hier überhaupt zu tun habe. Denn bei uns ist zwar jeder gefragt, aber nicht jeder ist der Aufgabe auch gewachsen. Es ist nämlich viel schwieriger, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, als Sie vielleicht annehmen. Die Lüge von heute kann die Wahrheit von morgen sein. Und umgekehrt. Glauben Sie nicht? Na, Sie werden sich wundern. Wissen Sie, wie oft in unseren Breitengraden gelogen wird? 200 Mal am Tag. Behaupten Studien. Aber ob man denen trauen kann? Könnten auch Fake News sein. Andere Studien kommen nämlich zu ganz anderen Zahlen. Die Kollegen vom Science Museum in London sagen, dass man 1092 Mal pro Jahr lügt. Also Männer. Frauen lügen nach dieser Studie nur 728 Mal im Jahr. Wie passt das zu der Untersuchung einer angesehenen Versicherung, bei der 80% aller Frauen zugeben, mindestens einmal pro Tag zu lügen, aber nur 40% der Männer? Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Die Lage ist konfus. Und daran müssen wir etwas ändern. Dass es so unübersichtlich ist, liegt aber nicht nur daran, dass es nur wenige Wahrheiten gibt, auf die sich alle ohne weiteres einigen können, sondern vor allem daran, dass der Mensch dasjenige Tier ist, das lügen kann. So hat es jedenfalls mal irgendein Philosoph formuliert. Das ist nicht bloß schlecht. Denn mit der Lüge kommt auch die Freiheit ins Spiel, sich die Welt so zu machen, wie sie uns gefällt, wie mal eine andere Philosophin gesagt hat. Fantasie. Ohne sie wäre unsere Welt sehr trist. Manche Fantasien können sogar wahr werden. Wer hätte zum Beispiel vor 500 Jahren geglaubt, dass der Mensch tatsächlich mal würde fliegen können? Die Technik macht's möglich. Die Lüge ist vor allem deshalb ein Problem, weil sie das Vertrauen zueinander belastet. Das Lügen darf nicht grenzenlos sein. Ohne Wahrheiten verlieren wir ganz sicher jede Orientierung und jeden Zusammenhalt. Eben darum braucht es das Amt für die ganze Wahrheit. Wir sind dazu da, zu entscheiden, welche Lügen wir bekämpfen müssen, welche verzeihlich sind und welche wir vielleicht ganz gerne oder sogar nötig haben. Indem Sie uns helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und morgen umgehen wollen. Schön, dass Sie da sind. Ist das jetzt eine Lüge von mir gewesen? Die einen sagen, ja, das ist nur eine Floskel, sowas kann man sich sparen. Die anderen sagen, nein, wieso, das meint er ganz ernst. Und wieder andere sagen, ja klar, ist gelogen, aber ich mag es trotzdem. Sie sehen, es ist komplex. Kleine Höflichkeiten und Lügen erleichtern das Zusammenleben jedenfalls enorm. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen, damit ich Sie gleich exakter einschätzen kann. Erste Frage. Wer von Ihnen hat heute schon gelogen? Bitte melden. Na, nicht so zögerlich bitte. Das ist mir zu unübersichtlich. Also alle, die heute schon mal gelogen haben, bitte dort in den Bereich rechts von der Linie am Boden in Sektor A begeben. Und vergessen Sie bitte nicht, Sie haben sich per Unterschrift bereits zur Wahrheit verpflichtet.
Verstehe. Nächste Frage. Wenn ein Hersteller von Smartphones Ihnen erzählt, dass das neue Gerät Ihr Leben verändern wird, glauben Sie das dann oder halten Sie das für gelogen? Wer von Ihnen ist schon einmal auf eine Werbung reingefallen, aber so richtig, hat sich was gekauft, voller Begeisterung und kaum war es da, war es schon langweilig? Wenn dem so war, dann gehen Sie bitte nach rechts, die anderen, die nicht so verführbar sind, bitte nach links in Sektor B. Krass. Vielen Dank. Wenn ich meiner Liebsten oder meinem Liebsten verspreche, die Sterne vom Himmel zu holen, ist das dann eine Lüge? Finden Sie das schlimm, so etwas zu behaupten? Wahrscheinlich nicht, denn zur Lüge gehört dazu, dass man den anderen belügen will. Und das ist hier ja wohl nicht der Fall. Aber auch das ist nicht so eindeutig. Darf man zum Beispiel seine Kinder anlügen? Nein. Was ist dann mit dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen, der Zahnfee? Wer von Ihnen findet, dass man immer die Wahrheit sagen sollte? Diejenigen, die das glauben, gehen bitte nach links, die anderen nach rechts. Vielen Dank. Oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn es eine Wunderpille ohne Nebenwirkungen gäbe, mit der Sie auf einen Schlag zum besten Spieler in Ihrer Lieblingssportart würden und niemand das je herausbekäme, würden Sie die dann nehmen? Oder ist das am Ende Selbstbetrug? Kann man sich selbst belügen? Was denken Sie? Diejenigen, die nicht glauben, dass man sich selbst belügen kann, gehen bitte auf die linke Seite, die anderen nach rechts. Gut. Und nun meine letzte Frage. Möchten Sie immer die Wahrheit wissen? Auch wenn sie vielleicht wehtut? Oder gibt es Wahrheiten, die Sie vielleicht lieber nicht erfahren und sich gewünscht hätten, angelogen zu werden? Diejenigen, die in jedem Fall die Wahrheit wissen wollen, bleiben oder gehen in Sektor A, die anderen in Sektor B. Gut. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Jetzt weiß ich Bescheid. Ab jetzt können Sie Ihren eigenen Weg durch das Amt gehen und sich an der Wahrheitsfindung beteiligen. Hier geht's entlang. Bitte fangen Sie nicht alle bei der erstbesten Abteilung an. Gehen Sie vielleicht auch erst einmal in die untere Etage. Auf Ihrem Besucherausweis sehen Sie alle Abteilungen. Und wenn Sie Ihren Ausweis in jeder Abteilung so abknipsen, haben Sie immer den Überblick. Keine Sorge. Vor jeder Abteilung erwartet Sie ein anderer Kollege von mir, der Sie mit den wichtigsten Informationen versieht. Sie können ihm vertrauen. Bleiben Sie bei Ihrem Rundgang einfach bei der Wahrheit. Davon profitieren wir alle. Ich wünsche Ihnen einen guten Besuch in unserem Amt für die ganze Wahrheit, auf dass Sie im Dschungel von Wahrheit und Lüge nicht den Verstand verlieren, sondern ihn vielmehr gewinnen. Denken Sie daran. Die Wahrheit braucht dich.